Willkommen zum ersten Teil von Horizon Zero Dawn. Jetzt mit The Frozen Wilds. Rausgekommen ist es vor, ja, einen soliden 3 Stunden in dem Fall. Oder in diesem Sinne, auf geht's. Da sieht man mein etwas verschlafenes Gesicht. Insofern. Continue. Ja, seit dem Let's Play hat sich ein bisschen was getan im Sinne von. Das ist jetzt nicht der Account vom Zane, sondern es ist mein eigener, weil ich inzwischen eine eigene PS4 habe und ja, jetzt ist es auf meinem. Das heißt, ich habe das ganze Spiel nochmal durchgespielt. Nur habe ich es halt noch nicht auf 100% geschafft. Das ist halt noch ein paar von den Dings-Quests. Also, ich habe 10 von den 15 Hunter's Lodge-Dinger. Ja, das ist der Unterschied. Macht eigentlich auch nichts. Ist jetzt kein großer Unterschied. Wäre ja nicht machen dabei. Weil die Bobbögen, die man Sachen oder die Sachen, die man kriegt, sind nicht so der Überwahnsinn gewesen. Sonst dann habe ich alle Quests wieder fertig. Insofern ist es beinahe so wie vorher. Skills. Oh, schaut mal, was da ist. Traveler. Gather resources around. Okay. Charged Savager. Okay. Mount Repair. Oh. Expert Carver. Skins Bones Lens. Oh. Holen wir uns sofort. Dieses Inventory Slot bei 20%. Oh. Schöne Sache. So, und was haben wir da? Machine Repair. Okay. Mount Repair. Und Dismount Strike. Ah. Na bitte, dann haben wir ja zumindest einen Nutzen gefunden für. Ist near worthless. Gut. Pressure Boxes. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe schon fast alles wieder fertig. Und schauen wir mal, wo was dazukommen ist. Ah, da ist ja Gebiet dazukommen, ha? Ja, interesting, interesting. Und zwar da oben. Nach der Graveyard. Ah, da geht es jetzt einfach weiter. Eigentlich macht es Sinn, weil da oben hast du ja wirklich fast ja schon eine Fortführung gehabt. Main, Looming Shadow. Okay. Fast alles, was ich jetzt mache, ist, ich werde mal darauf fast traveln. Da fällt mir ein, ich muss ganz schnell noch nachschauen, wo ich die. Und Zero Dawn. Ich habe nicht dieses Golden Fast Travel Pack. Fast Travel Pack, wo ich das nochmals gekauft habe. Ich brauche nur Just Outside Meridian. Okay. Hunting Goods. Das heißt, eigentlich mir seid ihr mal zu dem hin. Beim einmal Foxkin. Vielleicht haben wir es im Inventar, vielleicht nicht, haben wir jetzt gerade nicht geschaut.
Gut. So oder so. Und die Ladezeiten haben sich nicht gebessert. Na komm, Spielchen, lad. Das ist echt hart. So, jetzt aber. Und schön ist, das dürfen wir dann nochmal machen mit dem Ladebildschirm. That crazy Osteram tried to kill our Sun King, till the machine rider stopped and pulled. So, jetzt bin ich gespannt. Wieso ist es? Nee, oder? Doch! Ich hab kein Foxkin. Was für ein Scheiß. Das heißt, das war alles Abs. Das heißt, das war alles total liebband. Aber halt doch irgendwie für den Arsch. So. Kann Fast Travel, ja, das heißt, wir müssen teuer. Dafür brauche ich Fast Travel Pack. Man, die Dinger können wir uns ja bauen, das ist jetzt nicht mein Problem. Schauen wir mal. The Frozen Wilds. How to start Frozen Wilds? Okay. Na, das finde ich aber super. Dass wir wieder zu einer anderen Location traveln sollen, wenn wir das mit der Story anfangen wollen, was wir natürlich wollen. Das ist beim Day Tower. Gut. Dann eiern wir erst einmal zum Day Tower hin. Es war geschwind. Wie der Wind. Scheiß Ladebildschirmsimulator da. So, jetzt ein Nova. Ja, das ladet jetzt im Vergleich dazu eigentlich wieder relativ flott, ne? Wie gesagt, relativ flott. Aber finde ich super an neuen Tallneck wieder. Und so. Ja, das ist schön. Vor allem 20% mehr Inventar Space. Das ist schön. Weil die 100 Slots sind zwar klingen viel, aber sie werden am Ende dann doch relativ knapp. So, das sind wir beim Day Tower. Ich finde das so beruhigend. Es geht das Licht ein aus. Das sind wir. So. Und dann das angezockt. Okay. Und dahinter, ja. Hmm.
Da hinten ziehe ich mal Kahn. Was, das wäre dann hinterm Day Tower oder wie? Schauen wir mal, ob das da irgendwo ist. Oh ja. Hier gibt es noch einen Questmarker. Den holen wir uns. Ich meine, man sieht, ja, wir werden den Shadowhunter bauen. Ihr habt da der Blaster Charge einfach so drauf. Also ich habe wieder ähnliche Waffen drin. Hallo, Uthor. That out loud? Ears must be getting worn down from all those long leg blasts. But you heard right. I'm fresh back from the cut, looking for better scavenging and better shards. I guess you didn't find them up there? Not with the Vanuq wailing about new machines and talking spirits and their purses frozen shut. What's a trade route without trade? It's just a route. Kim? There's a trade route. I thought the Banuk kept to themselves. We Osaram and the Banuk are neighbors, after all. What's a few mountain ranges between friends? I have some acquaintances out there, still trying to dig a living out of the ice, but they say nothing seems to stick. All the superstitious nonsense and rampaging machines aren't helping. Okay. What were these new machines and spirits? Honestly, I don't even know. Going by the number of Banuk funerals, I'd say the kind you turn away from. Not really my style. Well, if you reach my grand old age, you might prefer picking up after hunters in the Sundom. It's warmer, too. Ja, macht Sinn, ja. What is this place? The Cut? When the Karja took up swords and hacked away at the edge of Banuk land, they left the Cut behind. So a battle from the war. Like the valley outside the sacred land. Mm-hmm. Mountain pass in the far north and east will get you there. It's open to outlanders, hardy ones. Like you. Just don't expect much of a welcome. Especially not now. Kim? New machines and talking spirits? I'm interested. Thought as much, just looking at you. Don't say you weren't warned. There's a slip of a trail through the northeastern mountains, past what we call the Grave Horde. You won't miss it. You'll find what passes for a town on the other side. Ja, Grave Horde kennen wir, danke. Can talk you out. Maybe. Maybe not. Thanks for the information. Nice. So. Wollen wir da rauf. Und fast travel mal dahin, wo wir eh schon waren. Den Gate da mal zu machen. Ich finde es dezent lustig, wie man da, wo wir eh schon hin oder dort, wo wir eh schon waren, nochmal hin. Also, da war jetzt echt im Kreis gelaufen. Und ich brauche immer noch Fuchsfell. Oder Fuchshaut in dem Fall. Für das Golden Fast Travel Pack. Naja. Aber holt ihr mal das ein oder werden die Ladezeiten wirklich kürzer? Dann sauge das natürlich und dann bleibt es euch stecken. Laden Sie? Jawohl. Geschafft. Die Mistviecher schon wieder. Man ist blind zwischen dem Story Mode. Keep quiet now. Ah ja, old, oben war es ein alten Machine Devil. Rennen wir da mal rauf.
That's it. Nothing to see here. So, da darf es wieder reingehen. Wir laufen mal weiter. Ein neues Campfire. Oh ja. Ach, guck an. Das ist jetzt neu. Nice. Na denn. Ab ins neue Territorium. Schaut aber echt sweet aus. Der Eisdinger oder was auch immer das darstellen soll. Bausch nochmal. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuke have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. Banuke shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuke is to stay clear of your past. Yeah. It's not the past that concerns the Aloy. It's the future. Or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you do as you wish. Touch here. 60%! Jesus. Das war das geile Heilkraut von Sennern. Ja doch, da geht's auch stickel auf, ey. Steht da demonic? Prädikat dämonisch. Oh. Oh. Oh, warum steckt das Bild? Hallo? Okay. Nice, der hat doch noch getroffen. Habe ich gerade wirklich 11.000 krieg für den Kill. 11.000 ist voll. War wirklich voll. Mann, er hat da voll ausgehalten. Dafür, dass ich im Story-Modus spiele. Ah, da geht's nicht weiter, wenn es fast so ausschaut. Alter, da nebelt's ein bisschen aus, kann das sein? Das schaut echt schick aus mit diesen blauen Looms. Gehen wir mal von aus, ja. The Frozen Wilds. So. You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. Aber bis jetzt sind sie nicht feindlich, das ist einmal gut. Und es ist auch eine Banuke-Camp, wo ja nicht feindlich sind. Okay. Wow.
Auch wohl, das randaliert. Source of the Smoke. Schauen wir mal, ja. Sind wir mal gespannt. Vor allem die Rüstung von mir, ne? Get ready for a rare sight, Nora. Burgrind, purveyor of necessities. Most of the time the Banuk burn their dead. But not today. Okay. Because the bodies couldn't be recovered. Aye. A nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Das war ein schicker Schrei. Das Horn klingt geil. Oh, Glinthawks. Okay. Grasp your grief, my hunters, and kill it. For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you. Can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Oratok! We are Banuk. Our enemies are prey. Daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. Fools. A little advice. For free. Aloy. Aloy. I've been up here for two long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea. Spouting on about spirits and daemons up on Thunder's Drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her. But no. Here's Big Oratok, gearing them up to do it all over again. I laughed. Silence? Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious.
cables in his skin, like a shaman. I've heard that name once or twice, but always whispered, like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave, or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Vanur from time to time to keep up with the latest mumbo jumbo. Ah. No idea how they all fit into one. That's deren Hauptstadt, wenn man so will. Address is getting locked up. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. Yeah. I want to know more about this daemon. Mm-mm. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rests. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Oh, no, I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrund. Don't mention it. I wonder if Aratok could tell me more about Araya or Thunder's Drum. Nice. Glad you want the shot. Und mal, habe ich da hinten eigentlich sowas wie ein Minimap oder? Oh, eigentlich nix. Nur mal EP-Leiste. Gut. Talk to Aratok. Das ist ein neuer Händler, neue Quest. Oder eine Nebenquest. Ich sehe was. Sad, stranger. I heard you mention a flood. Yes. A sudden deluge. Without rain or melt to explain it. I'm Laulai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, till it disappeared under the waters. Deep Din? What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. Musical instrument. Ich hab's das Gefühl, das ist wieder zweckentfremdet. Could. But its pipes are deep under the water now. Okay. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now. But our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it. Or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? Nice. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The flood waters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? Doch, wir haben's drauf. So, was ist das für ein Händler? Blue Gleam. Wo ist das Blue Gleam? Mann, doch schönes Eis, Feuer und Silence. Aha. Wow, die Rüstung kennen wir doch irgendwo her. Culture Blazen Master. Die kennen wir doch irgendwo her. Banuk Werek Runner. Slow Health Recovery over time. Alter, nice. Das hat Glass Slagshine. Das ist eine nette Rüstung. So, was ist Blue Gleam? Vielleicht können wir das tauschen oder so? Na? Gambler's Box. Also dieses Blue Gleam, hätte er mal gesagt, ist ja alles. Okay. Pigment. Okay. Animal Figures. Badger, Goat, Badger.
Ja, das heißt, alles, was das heißt, ist, sie darf wieder Viecher killen. Bis der Arzt kommt. Warte schon mal mit dem Air-Attack. Schauen wir mal, wie er uns gesinnt ist. Ja, was? Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Na denn? Wer was? Outlander. I suppose you wish to speak. Ja, kann man so sagen. This Daemon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Okay. You're set on going back to the mountain? I put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say... Jetzt habe ich es verstanden. Die Banuks sind einfach Germans. Germania. Nur jetzt Stunt. Aurea? Aurea knows this Daemon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. Okay. Well, I guess that's it then. Good. Prefer deeds to words. Right. Alles klar. Er ist ein bisschen grumpy, aber nicht unhöflich. Damit können wir arbeiten. Na denn. Na Kamut, ist der Kamut. It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here, there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. Wie geil sie das zusammengefasst hat jetzt. Okay. Oh, Tollneck ist Tollneck. Dann holen wir uns da mal einen Tollneck, ne? Der war's. Stimmt, Goats sind aber neu, oder? Als Viecher, hätte ich gesagt. Das schaut sehr schön aus, das neue Gebiet. So leicht angeschnitten. Nicht komplett, muss ich sagen, nicht komplett unter Schnee begraben. Ja, so als wenn jetzt der Winter gerade starten hat, weil es ist noch sehr viel Orange da. There's frost between my teeth. A tonic? What did it take to knock one of those over? I built the last. Blöde Preisfrage. Also davon wird doch mal steigen, ja. Erst einmal da oben einmal anwärmen beim Feuer. Ja, was? Ja, stimmt. Sunhawk. Also, gesehen von da.
Also wir haben die Möglichkeit, es leise oder laut zu machen. Behaupte, das kann man auch relativ entspannt laut machen. Das sieht, warum ich den Story Mode gewählt habe zum Spielen, ne? Fühlt sich einfach. Oh, schöne Schneesachen. Fühlt sich einfach fein an. Ist zwar nicht ewig. Da kann man relativ schön schauen, was man so machen kann. Mal die Tonex scannen. Schade, Scavenger Skills allowed to disassemble resources and modify. Stimmt, ja. Geht das vielleicht mit den Dings auch? Disassemble, ja. Die ganzen Effektdinger brauche ich persönlich sowieso nicht. Nochmal. Lassen wir mal die ganzen Resist-Dinger aus. Wir werden unser Schild. Insofern. Alles bis auf Cloak haben wir aus. Da. Das ist ein relativ schwaches Handling-Ding. Ja, Corruption verwenden wir eigentlich auch nicht, ne? See absteigend. Okay. Toll, aha. Ja, dann machen wir den Tollneck als erstes, hätte ich gesagt. Tollen Leckerle reparieren. Juhu! Ja, aber das Rumstiefeln drinnen, wir hinterlassen Spuren im Schnee, das ist schon lässig. Nice. Genau deswegen ist der Story Mode fein. Natürlich sind wir ein bisschen OP, aber mein Gott. Jawoll. Part Nummer 1. Stabilizer. Ja, wenn wir das Perk, den Perk drin haben, dass wir besseres Zeugs von den Viecher kriegen, gell? Also gefühlt. So. Das Gefühl, das ist immer ein bisschen wurscht. Oh! 6000 für den Kill. So. Das Scorcher ist aber, glaube ich, ein neues Viech. Was ist davon? Oh. It's a rare and valuable resource. Ja, ja, das haben wir schon mitgekriegt. Da kriegst echt geilen Scheiß aus, ja. Wenn die Waffen gehen fürs Blue Dream, Alter. Wollen wir haben. Okay, das ist das Glump, das am Boden wächst. Gut zu wissen. Vor allem gibt es eine Karte, wo wir dann Blue Dream Location haben. Das ist ja noch besser. Hier brauchen wir die Karten.
Mit der kommen wir weiter. A Watcher! Nur mal auf den Soda schossen, alles klar. Ah, darauf. Oder klettern wir essen? Jawohl, da ist zum Klettern. Okay, wo fängt der ganze Spaß an? Da fängt der Spaß an. Ich glaube, hier da oben an links zu arbeiten. Ah, natürlich sind es die Mistvögel. Das war ein weiter Fall. Nie froh, dass wir wieder diese gute Rüstung haben. Hey, der Clintock hat gehabt, was ich gebraucht habe. Mal weg. Besser weg. Perfekt. Rappel down. So weit, so nice. Jetzt haben wir alle Teile zusammen. Schauen wir mal, ob wir Tall Neck zum Tapen kennen. Da vielleicht irgendwo? Oder vorne bei ihm selbst? So, das ist zum unten zum Attachen, ja dann. Stiefeldummer. So, das ist vielleicht so. Okay. Tronic arbeitet. Vielleicht unten bei der Haxlein irgendwo was reparieren. Hm? Auch vielleicht. Hm. Und was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich repariere toll nix. Oh. Mein Boot ist und davon dampft da noch was. Na denn? Hey, guten Morgen! Ja, denen ist wurscht, ne? Das ist richtig, Eloy. Er stiefelt da wieder entspannt in der Gegend, Thomas. Es flockt richtig, richtig groß. Naja. Sag das nicht, Eloy. Ah, crap. Und tot auch noch. Oh mein ja. Wie sie denn umkommen? Das klappt ihr mir nie. Sie ist am tollen. Also sie hat einen tollen Neck repariert. Sie hat einen tollen Neck repariert. Ja, sie hat einen tollen Neck repariert. Und dann, der ist sie von der Klippe gesprungen. Wahrscheinlich aus Freude. So. Einfach da vorne hin. Und schön, dass die Viecher noch gespawnt sind. Die sind down.
stiefelt er schon her, der Tollneck. Und alle hopp. Sehr schön. Die Schneetexturen sind echt schön, also das... Ich bin begeistert, wie schön das Spiel doch wieder ist. Na dann, überschreiben wir diesen Tollneck. Na schön. Dann schauen wir mal. Hallo Karte. Ah, das weiteres Camp. Aha, da ist immer noch nichts aufgedeckt. Da gibt es jetzt ein neues Zeichen. Was haben wir denn da? Vielleicht sind es deren Dörfer. Was haben wir da? Secret Chart. Find the Rail Part. Okay, das ist da hinten in der Höhle drin. Mhm. Nehmen wir mal dieser Händler für dieses blaue Zeugs. Na, schaut aber echt schön aus da, ha? Ja, gut. Wenn wir noch zum Nanook reisen, dann lassen wir es für heute. Viecher weichen aber echt brav aus, gell, das muss man sich dann lassen. So. Darüber wollen wir dann eier mal da doch um. So, wenn nämlich die Scrap-Pfeile um mal um. Mit das klar. Wenn nämlich die Schrottpfeile arbeitet. Was war denn das? Also bis jetzt habe ich echt nicht Klick gehabt mit dem ganzen Zeugs. Erlegt habe. Ah, einen Skillpunkt mal krieg. So, durchaus nice, dass wir wieder ein paar Skillpunkte krieg haben. Kann es sein, dass sich das Max-Level erhöht hat? Fraglich, ist fraglich. Wobei, man, wir kriegen ja wieder EP. Yay, was Grünes. Fresh as it comes. Goat Bone. Schauen wir mal. Ein Boar, Raccoon, Fishbone, Red vor allem, Red Bone. Mhm. Wir können wirklich so wie es ist bauen. Mariana, was ist denn das? How did you find me? Bergrind told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Osteram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. Na dann. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. What can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. Okay. All right. You want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is.
Ja. Sie ist persistent. Wir töten noch eine Ziege. Blaues Zeug! Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Mal diesen Tower zum Mapfen.